Herzlich willkommen zum Wissensbooster mit einer weiteren Episode meiner Quizshow. Letzte Folge wollte ich von euch wissen, welche Spannung denn ein Zitteraal aufbauen kann. Und das habt ihr geantwortet. Ihr sagt 1000 Volt. Ja, das ist ein bisschen viel. Im Internet habe ich verschiedene Angaben gefunden von 500 bis 800 Volt. Also so um die 600, 700 Volt wird es wohl liegen. Ja, das sind schon ziemlich hohe Spannungen, die so ein Zitteraal erreichen kann. Aber wie schafft er das eigentlich? Zitterale besitzen abgewandelte Muskelzellen, die in der Lage sind, kleine Spannungen zu erzeugen. Und der Zitteraal hat 6000 davon und die schaltet er dann wie in Reihe, sodass sie wie eine Batterie funktionieren. Und dann reichen diese 6000 Muskelzellen für eine Spannung von über 600 Volt aus. Dabei ist der Pluspol am Kopf vom Zitteraal und der Minuspol am Schwanz. Wozu benutzt er diese Spannung? Einmal, um sich zu orientieren. Er baut ein elektrisches Feld auf und wenn zum Beispiel ein Beutefisch durch dieses Feld schwimmt, verändert dieser Fisch das elektrische Feld und der Zitteraal merkt das und dann, wenn er ein Beutetier sozusagen angepeilt hat, betäubt er es durch einen Stromschlag und dann saugt er es im Ganzen ein und verdaut es. Noch ein paar Zahlen und Fakten. Ein Zitteraal kann bis zu 2,70 Meter lang werden, 22 Kilogramm wiegen und er besitzt keine Bauch-, Brust- oder Schwanzflosse. Und im hinteren Teil des Körpers sind alle elektrischen Organe zu finden, im vorderen Teil dann die überlebenswichtigen Organe. Ein Zitteraal ist gar kein Aal, wie der Name sagt, sondern ein Neuweltmesserfisch. Da ist einiges schiefgelaufen bei der Bestimmung, jedenfalls vom Namen her. Ja, und der Zitterale leben in den Süßwassergewässern von Südamerika, also Amazonas, Orinoco, da findet man Zitterale. Und sie leben in sauerstoffarmem Wasser und müssen deshalb alle 15 Minuten auftauchen und nehmen auch die meiste Sauerstoffmenge durch den Mund wirklich auf. Ja, so viel zu diesem kleinen Pikachu da im Reich der Tierwelt. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und dafür habt ihr wie immer die Kategorie gewählt und hier kommen eure Ergebnisse. Ihr wünscht euch eine Frage aus der Wissenschaft. Die lautet: Wie dick ist unsere Atmosphäre? Und damit meine ich nur die Dicke der Troposphäre, also in der sich wirklich das Wettergeschehen abspielt. Zum Aufbau der Atmosphäre später mehr in der nächsten Folge. Also, wie dick ist die Troposphäre? Antwort A, 5 Kilometer. Antwort B, 8 Kilometer. Antwort C, 12 Kilometer. Oder Antwort D, 18 Kilometer. Also, hier ist gefragt nach der obersten Grenze. Also wie hoch kann die Troposphäre reichen? Die Antwort gibt es im nächsten Video. Bis dahin könnt ihr unten noch die Kategorie für die nächste Folge auswählen. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Oder, wenn ihr euch die Atmosphäre interessiert, rechts gibt es ein Video über die Entstehung von Blitzen. Vielleicht auch interessant. Also, wir sehen uns in einem der Videos. Bis dahin, ciao.